Liebst du ihn? Ja. Ja, ist doch alles klar. Sag ihm, er soll bleiben. Bei dir und Maxi und Jessie. Jetzt verliere ich dich trotzdem, weil ich so dumm und ängstlich war. Ich gehe nicht nach Boston. Weil ihr meine Familie seid und das ist das beste Angebot, was ich jemals bekommen werde. Mama ist aufgewacht. Sie weiß noch nicht mal, dass wir bei den Fashion Days überhaupt vertreten sind. Und ich will, dass es auch so bleibt. Ich bin mir sicher, sie sieht das anders. Das mag ja sein. Aber solange ich noch darüber entscheide, was gut und was schlecht für sie ist, wird es diese Pressekonferenz nicht geben. Jessica, kommen Sie allein und kein Wort zu niemandem. Das gibt's doch nicht. Draufhalten, draufhalten. Zehn Minuten, dann geht's zurück ins Krankenhaus. Entspann dich, es geht mir sehr gut. Du hast jetzt 3 Monate lang im Koma gelegen. Ich dachte, wir sind uns einig, dass du dich schonst. Tu ich ja, sonst müsstest du nicht meinen Chauffeur spielen. Wie schön, dass du wieder bei uns bist. Hallo, Werner. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Ich gehe uns jetzt erst mal was zu trinken holen. Willst du es allein lassen? Mhm. Was für ein Abend. Obwohl sie allen die Show stiehlt. Ich kenne niemanden, der so viel Leben hat wie sie. Das heißt, sie wussten auch nichts von ihrem Auftritt, hm? Oh, es war ursprünglich sogar mal meine Idee. Ja, als PR-Maßnahme. Ja, aber da war mein Bruder noch der Meinung, dass ihr Zustand das nicht zulässt. Ja. Das ist scheiße. Ich hoffe auf jeden Fall, dass sie ihren Posten nicht so schnell wieder räumen müssen. Ich finde, also die Zusammenarbeit mit ihm läuft gut. Sie entschuldigen mich. Darf ich mal? Sag mal, wusstest du das mit Tanja? Ich hab's zufällig erfahren. Sebastian wollte es eigentlich geheim halten. Anscheinend hat er sich's anders überlegt. Können wir kurz reden? Die Präsentation der Kollektion war ein Erfolg. Das war gute Arbeit von dir. Danke, ich weiß. Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen zu dieser unglaublichen Show stellen. Aber natürlich, kommen Sie doch mit, dann werde ich Ihnen alle Fragen beantworten. Wie haben Sie das gemacht, Frau von Lahnstein? Ich hatte ein klares Firmenkonzept und die Mitarbeiter wussten, was sie zu tun haben. Sebastian, ich würde ganz gerne noch schnell das Interview geben. Kannst du mich darüber fragen? Mich ruhig mal einweihen können. Das war so eine spontane Idee. Als Mosch nach der Modenschau direkt neben mir stand, da habe ich gedacht, so eine Gelegenheit kommt doch nie wieder. Herr Mosch, wussten Sie eigentlich, dass Frauen und Formen genauso zusammengehören wie gute Dessous und guter Geschmack? Ich wäre gar nicht so schnell auf so einen tollen Spruch gekommen. Was musste ich mir doch einfallen lassen. Du warst souverän und sehr charmant. Mut wird eben doch belohnt. Und weißt du was? Wenn wir uns gleich geschickt anstellen, dann bringen wir unsere Dessous-Kollektion wahrscheinlich beim besten Vertrieb weit und breit unter. Also mich wundert immer noch, dass dieser Mosch so spontan angesprungen ist. Ach, der ist bekannt für seine unkonventionelle Art. Ja? Und die besten Geschäfte macht man in einem netten Ambiente. Und dann ist der Deal ja perfekt. Ich habe John schon angerufen, er dekantiert gerade eine der besten Rotweinflaschen, die ich habe. Wunderbar, kann ja nichts mehr schiefgehen. Nein, wir verkaufen heute unsere Kollektion. Wir werden berühmt. Und was das Beste ist, tausende von Frauen werden uns dankbar sein, dass wir sie so schön in Form bringen. Also los, John! Ja. Also Maxi ist so überdreht, ich hoffe, dass er überhaupt einschläft. Freut sich halt auch, dass ich hier bleibe. Ich bin so froh, dass Marlene und Kim mich überzeugt haben, für dich zu kämpfen, dass du nicht nach Boston gehst. Erinnere mich bitte daran, deinen Schwestern bei Gelegenheit einen schönen Strauß Blumen zukommen zu lassen. Bereust du es wirklich nicht, dass du den Job hast sausen lassen? Klar bereue ich das. Ich muss auf Monster Burger und süße Cheerleader verzichten. Oh.
Also Burger machen dick und Cheerleader haben für gewöhnlich nichts in der Birne, das weißt du, ne? Ja, aber wer sagt denn, dass ich auf intelligente Frauen stehe? Sag mal. Nein, im Ernst. Ohne dich würde ich das doch gar nicht aushalten. Und Maxi würde ich vermissen. Und Jessie. Ich glaube, mein Platz ist inzwischen hier. Und kein Job der Welt kann daran irgendwas ändern. Ich liebe dich. Ich gehe. Wirklich, ich hab was wieder gut zu machen. Also, meine Damen, wenn Sie mit Unterwäsche genauso gut auskennen wie mit Rotwein, ist Ihre Kollektion so gut wie gekauft. Wunderbar. Wo können wir unterschreiben? Sie gefallen mir, Blondie. Tja, dann bringen Sie ein paar Argumente, die mich vom Hocker hauen. Wegen Ihnen verpasse ich schließlich die LCL-Aftershow-Party des Jahres, meine Damen. Um was für Unterwäsche handelt es sich eigentlich? Latex, Leder, Spitze? Hm? Nicht, dass Sie mir auch eine Liebestöte andrehen, die bringe ich aus Prinzip nicht in den Mann. Ich bitte Sie, Herr Mosch. Es handelt sich um modische, stilvolle Dessous, die die richtigen Stellen optimal in Szene setzen. Aha, also doch Liebestöte. Was für ein altmodisches Wort. Ich dachte, Sie sind ein moderner Mann. Tja. Nein, schauen Sie sich's doch mal an, Herr Mosch. Wir haben eine Präsentationsmappe hier. Ja, Unterwäschemodels sind mir die Liebsten. Hm? Oder haben Sie nur übergroße Models gebucht? Also, Sie werden lachen, wir haben gar keine Models gebucht. Da jede Frau unsere Dessous tragen kann und die Kollektion für sich spricht, haben wir uns für eine ganz schlichte Präsentation entschieden. Hm, wie schrecklich, Jöde. Da fehlt Ihnen das wichtigste Verkaufsargument. Hm? Aber Herr Mosch, Sie haben doch Fantasie, oder? Ja, deswegen würde ich gerne ein paar Models sehen. Na, nun schauen Sie eben mal rein. Vielleicht können Sie uns ja auch noch den einen oder anderen Tipp geben. Naja, meine Damen, zeigen Sie mal her. Wo ist der Onkel Ricardo? Da ist der Onkel Ricardo. Also so kriegen wir ihn nie ins Bett. Na und? Ist echt unglaublich, mit welchem Vergnügen du dich zum Haus machst. Nee. Max, hast du gehört, was die Mama über unser Spiel gesagt hat? Die hat überhaupt keine Ahnung, wie viel Spaß das macht. Mhm. Wo ist die Mama? Da ist die Mama! Ui, warte mal, guck mal, was ist jetzt passiert? Eine Höhle! Ist ganz schön gemütlich hier drunter, hä? Hm? Marlene, Kim und ich haben uns früher auch immer Häuser aus Decken gebaut. Lass mich raten. Marlene hat das Haus entworfen, du hast es gebaut und Kim hat es wieder eingerissen. Ja, so oder so ähnlich. Jedenfalls haben wir dann immer Mutter, Vater, Hund gespielt. Hund? Ja, Kim hatte keine Lust, das Kind zu sein. Das erklärt viel. Oh. So, jetzt, mein Lieber, geht's aber ab in die Kiste. Ui. Das ist eigentlich gar keine so schlechte Idee. Ab in die Kiste? Das auch, aber ein Haus. Ein Haus? Wie jetzt mieten? Nein, kaufen ein großes Haus mit vielen Zimmern für dich und mich und einem großen Garten, in dem Max spielen und tollen kann. Und, wie läuft's? Gut. Wir haben eine Menge neue Interessenten und damit auch eine Menge neue Einkäufer. Schön. Hat irgendjemand dich auf Ansgar angesprochen? Die Boulevardpresse. Ich habe ihnen gesagt, dass wir uns nicht äußern, solange das Verfahren noch läuft. Hm. Und du? Ich habe mich um Tanja gekümmert. Ja, schon seltsam, euch beide so zusammen zu sehen. Die Wiederauferstandene. Ja, was soll ich jetzt sagen? Ich liebe diese Frau. Das ist mir jetzt noch mal ganz bewusst geworden. Und das wird sich wahrscheinlich auch nie ändern. Große Worte. Auch für dich. Ja, ja, jetzt erstmal abwarten. Im Moment will ich einfach nur für sie da sein. Du willst mir nicht zufällig sagen, dass ich meinen Platz bei LCL demnächst räumen soll? Nein, im Gegenteil. Ich möchte, dass du vorerst den Geschäftsführerposten behältst. Ja, jetzt guck nicht so. Ich finde, du hast einen wunderbaren Job gemacht. Abgesehen davon wird es noch eine ganze Weile dauern, bis Tanja wieder hundertprozentig fit ist. Das heißt, dass ich
erstmal Geschäftsführer bleibe, vorläufig? Nein. Ich will, dass du dir den Posten mit Tanja teilst. Hast du mit ihr darüber gesprochen? Nee, habe ich nicht. Aber wenn sie wieder gesund werden will, muss sie sowieso kürzer treten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich darauf einlässt. Das muss sie. Ich bin immer noch ihr Vorgesetzter, auch wenn sie das ganz gerne mal vergisst. Also, was sagst du? Oh, Maxi schläft endlich. Du hast das wirklich ernst gemeint mit dem Hauskauf. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ein Familienhaus in Himmelgeist, freistehend. 200 Quadratmeter Wohnfläche und fast ein Hektar Garten. Du lässt echt nichts anbrennen. Das ist ein ziemlich großer Schritt, meinst du nicht? Wir zwei können nur im Dreierpark zusammenziehen, solange die Adoption noch nicht durch ist. Danach würde das Jugendamt sofort fragen, warum du nicht mit deiner Frau und deinem Kind zusammenwohnst. Und außerdem würdest du Max derartig vermissen. Das wäre schon ein Traum für Maxi. Nicht nur für Max. Und ich würde nichts lieber tun, als mit dir zusammenzuleben. Das will ich hören. Außerdem siehst du in Gummistiefeln und Gartenhandschuhen bestimmt super sexy aus. Du erst, auf dem Rasentraktor. Klick mal die Fotos an. Sehr gerne. Hey. Hi. Was machst du denn schon hier? Oh, ich muss diese Teile hier loswerden. Ich wechsle schnell die Schuhe und dann bin ich auch schon wieder auf dem Weg zur Aftershow-Party. Wie waren die Modenschau? Gut. Voller Erfolg. Es wäre natürlich ein noch größerer Erfolg gewesen, wenn ich das Abschlusskleid präsentiert hätte. Aber dieser Hellström-Honk hat ein Problem damit, dass ich mit ihm in der Kiste war. Und ich sag noch never fuck under the office. Never fuck the office? Die. Ja. Auf jeden Fall haben die jetzt diese Giselle da genommen. Ich meine, hallo, die ist über 30. Machen wir jetzt bei LCL Faltencreme? Was macht ihr denn da? Also eigentlich dachte ich, die Wohnsituation hätten wir endgültig geklärt. Ja, für den Moment, aber auf Dauer, irgendwann wäre vielleicht schon mal was Eigenes ganz schön. Findest du nicht? Was Eigenes? Also langfristig ist das mit Sicherheit für alle die beste Lösung. Ein schönes Haus, ein großer Garten, das wäre doch toll. Drauf an, wie groß. Natürlich groß genug für uns alle. Auch für mich? Meinst du dich als einen Tag ohne Maxi und dich aus? Und Ricardo natürlich auch nicht. Stimmt's? Natürlich. Ihr seid ja süß. Dann Prost. Wie gesagt, not better, aber irgendwie fehlt mir die Fantasie. Herr Morsch, ich bitte Sie. Sie können uns vertrauen. Als Frau weiß man, was Frauen wollen. Die meisten Frauen kaufen ausschließlich für ihre Männer die Wäsche. Wir haben diverse Marktforschungen studiert. Und die haben belegt, dass das gar nicht mehr der Fall ist. Ja, edle Dessous haben heute für Frauen den Stellenwert wie tolle Schuhe. Man kann gar nicht genug davon im Schrank haben. Genau, die Trägerinnen entscheiden sich für ihre Dessous nach ihrer jeweiligen Stimmung. Ja, ist Frau gut drauf, dann entscheidet sie sich für das pflaumenblaue Satinhöschen. Hat sie ein tolles Date, kann es schon mal die schwarze Spitze sein. Sie haben ihre Hausaufgaben gemacht, Blondie. Aber warum sollen die Leute ausgerechnet ihre Höschen kaufen? Ja, darüber hinaus haben die befragten Frauen bestätigt, dass die Dessous auch bequem sein sollen und gut sitzen. Und das ist völlig egal, ob das Satin oder Spitze ist oder pflaumenblau oder schwarz. Und das betrifft nicht nur Single-Frauen, sondern auch Frauen in einer festen Beziehung. Ich kann Ihnen auf jeden Fall garantieren, dass unsere Dessous getragen sehr sexy und verführerisch aussehen. Dieses Argument hätten Sie gleich auspacken sollen. Aber davon reden wir doch die ganze Zeit. Charlie. Sie sind ein ganz ausgeschlafenes Mädchen. Na, das war keine Absicht. Naja, auf jeden Fall haben Sie jetzt meine volle Aufmerksamkeit. Vorausgesetzt, der BH, der stammt aus Ihrer eigenen Kollektion. Tut er. Ja, wir wollten ihn in drei Farben herstellen. Drei Farben, sehr schön. Ja, dann zeigen Sie noch mal her. Ja, so. Also, ich würde ja gerne nach Flingern ziehen. Das ist so ein Szeneviertel in Düsseldorf.
Wies, Zähneviertel. Ich dachte, du kochst zukünftig Marmelade ein und kümmerst dich um Kita-Elterngruppen und so, ne? Kann ich ja trotzdem machen. Dann koche ich die Marmelade ein. Gut, dann schieb ich dich im Rollstuhl rum, wenn du alt und schrumpelig bist. Na, hör mal. Vielleicht bist du diejenige, die zuerst im Rollstuhl sitzt. Vergiss es. Ich habe mir das alles ganz genau schon ausgemalt. Wir beide sitzen mit 80 auf der Veranda. Ich sehe natürlich unglaublich gut aus. Maxi ist Jurist oder Arzt und besucht uns mit seinen 8 Kindern und seiner Ehefrau. 8 Kinder, die arme Frau. Außerdem finde ich, Maxi sollte sich selbst entscheiden, was für einen Beruf er ausübt später. Na, Hauptsache, er verdient viel Kohle. So, ich mache mich jetzt auf den Weg ins Limits. Ihr könnt hier noch ein bisschen nach Häusern gucken. Aber vergesst nicht, ihr dürft nichts entscheiden ohne mich. Ciao. Tschüss. Ciao. Du, was meinst du, wie groß sollte das Haus sein? So 150 Quadratmeter? Dana, wir müssen reden. Maxi Rothfeld hat auf ihrer Homepage gepostet, dass die Modenschau geil war und dass Tanja wieder zurück ist. Echt? Ja, und Rebecca und Tore haben deswegen Shampoos für uns ausgegeben. Also du hast wirklich was verpasst. Wir planen gerade einen Hauskauf. Es gibt also wirklich Wichtigeres. Hallo? Na, ist noch Champagner übrig? Es gibt was zu feiern. Schön, dass Jessie gleich unser gemeinsames Zusammenleben feiert. Aber als ich davon gesprochen habe, ein Haus zu kaufen für die Familie, da habe ich eigentlich eher an dich und mich gedacht. Ja, aber du hast doch eben selbst gesagt, dass der Hauskauf für uns alle die beste Lösung ist. Vorerst, bis die Adoption von Max durch ist. Aber Jessie plant ja gleich für immer bei uns einzuziehen. Ja, jetzt warte doch erst mal ab. Dana, ich warte jetzt wirklich schon lang genug. Irgendwann wird diese Nummer mit der Adoption vorbei sein. Und dann will ich eine Familie mit dir, vielleicht noch ein Kind. Hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, wie es mit uns beiden weitergeht? Willst du bis an dein Lebensende die lesbische Ehefrau von Jessie spielen? Genauso habe ich mir mein Leben immer vorgestellt. Ein Haus, ein Garten, Kinder. Gut, ich wollte jetzt eigentlich einen Mann heiraten, aber jetzt habe ich einen Mann und eine Frau. Du glaubst echt, dass das funktioniert? Maxi wird in einer stabilen Umgebung groß werden. Und er hat 3 Eltern, auf die er sich verlassen kann. Und Dana und ich müssen uns ab jetzt keine Gedanken mehr machen, denn Ricardo wird für uns sorgen. Zum Glück denkst du nicht nur ans Geld. Und Geld tut ja wohl nicht weh. Ja, aber es macht auch nicht zwangsläufig glücklich. Jessie, was ist, wenn einer von euch keinen Bock mehr da drauf hat? Ach, wir haben jetzt so viele Krisen zusammen überstanden. Und wir haben sowas von Bock. Wir müssen Jessie darauf vorbereiten, dass unser Zusammenleben zeitlich begrenzt sein wird. Sonst verletzen wir sie noch. Ja, das stimmt. Dana, ich liebe dich und ich möchte mit dir zusammenleben, so schnell wie möglich. Das will ich auch. Dann lass uns mit Jessie reden. Genug für heute. Ich bring dich jetzt zurück ins Krankenhaus. Ja, na. Warum tust du dir das eigentlich an? Dein Posten in der Firma ist dir doch sicher. Darum geht's nicht. Tanja, ich kenne dich. Sebastian, sieh mich an. Im Koma. 3 Monate, die ich verpasst habe. Ich bin heute nicht hierher gekommen, um zu zeigen, dass ich zurück bin. Ich will einfach nicht mehr ausgeschlossen sein. Ich wollte doch nur nicht, dass du dich überanstrengst. Aber wenn du mich in Watte packst, dann werde ich wahnsinnig. Ich will wissen, was los ist. Wo ist Ansgar? Warum gibst du dir nicht einfach noch ein bisschen Zeit? Ich möchte nicht noch mehr Zeit meines Lebens verlieren. Ich will dabei sein. Ich will wieder arbeiten. Du hast dich längst entschieden, stimmt's? Du kennst mich zu gut. Okay. Aber eins sage ich dir, wir reden vorher mit den Ärzten. Danke. Jetzt darfst du mich zurückbringen.
Na, ist alles gut gelaufen für euch? Ausgezeichnet. Und bei der Gelegenheit, danke. Ihr habt echt gute Arbeit geleistet. Schön zu hören. Danke. Und du wirst wohl auch in Zukunft den Laden hier ohne mich schmeißen müssen. Aha. Kleiner Daniel. Dankeschön. Wie? Ich dachte, dein Job bei LCL war nur auf Zeit. Tanja, kannst doch bestimmt kaum erwarten, die Zügel wieder in die Hand zu nehmen. Bis sie wieder fit ist, dauert's noch eine Weile. Sieht so aus, als ob sie ohne mich nicht mehr können. Mhm. Ich bleibe bei LCL. Als Geschäftsführer zusammen mit Tanja. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich dich da beglückwünschen oder bemitleiden soll. Wahrscheinlich beides. Gut, dann Glückwunsch. Darauf trinken wir ein. Na, so kleiner geht. Gut. Olli, nimm ruhig den Guten. Guten? Dann mal auf den alten und auf den neuen Geschäftsführer von LCL. Cheers. Cheers. So eine Kollektion verkauft sie am besten im Internet. Im Laden geht sowas nicht über die Theke. Und warum sollte das nicht funktionieren? Die klassischen Lingerie-Läden sind am Aussterben, meine Damen. Kaufhaus können sie vielleicht noch Unterwäsche verkaufen, aber dazu sind ihre Modelle einfach zu speziell. Mhm. Könnt ihr noch ein bisschen Wein haben, Herr Robert? Dankeschön. Mhm. Sie glauben ja gar nicht, was in Ihrer Branche für ein Theater gemacht wird, um Unterwäsche an den Mann zu bringen. Also, meine Damen, dankeschön. Fangen Sie an. Überraschen Sie mich. Wir dachten eigentlich, unsere Kollektion spricht für sich. Blondie hat schon verstanden, was ich meine. Man muss ihren Models einfach ein bisschen Leben einhauchen. Oh, da haben Sie etwas gründlich missverstanden, Herr Mosch. Kommen Sie, Blondie, seien Sie mal nicht so prüde. Sie können es dir leisten, zu zeigen, was Sie haben. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht, aber ich entscheide, wem ich es zeige. Ah, jetzt sprechen wir endlich die gleiche Sprache. Wunderbar. Ich folge Ihnen unauffällig. Und denken Sie daran, in Ihrem Alter hat man nicht mehr so oft die Gelegenheit, seine Argumente auszupacken. Sie müssen sich jetzt anderweitig amüsieren, Herr Mosch. Mein Mann erwartet mich. Wir sprechen uns, ja? Ja, ich rufe dich morgen an. Entschuldigung, seien Sie nicht so zickig, hm? Einen schönen Abend noch. Und der Wein geht natürlich aufs Haus. Ja. Tja, Gräfin, hm? Da müssen wir beide wohl sehen, wie wir ins Geschäft kommen. Entschuldigung, lassen Sie mich jetzt einfach hier so sitzen. Hab ich Mundgeruch oder was? Einen schönen Abend noch, Herr Mosch. Wenn wir jetzt schon scheitern, weil wir uns in denselben Mann verlieben, dann ist es vielleicht besser, wir beenden das hier sofort. Was beenden? Alles. Unsere Verpartnerung. Diese ganzen Lügen vom Jugendamt. Mein Antrag auf Adoption. Maxi ist dein Sohn, nicht meiner. Ihr seid die Familie. Und es ist wohl am besten, es bleibt so. Dana, vergiss, was ich gesagt habe. Ich, Maxi und du, ihr seid die wichtigsten Menschen in meinem Leben. Und ich will dich nicht verlieren. Und ohne dich sind wir nur mal aufgeschmissen. Jessie, bitte, Dana, wir schaffen das. Patatas! Cheese! Was hat der Arzt gesagt? Das wiederhole ich lieber nicht. Er war nicht gerade begeistert von deinem Verschwinden. Ich fühle mich gut. Ich bin nur müde. Ich sage jetzt nicht, dass ich dir das gleich gesagt habe. Danke. Ich will halt so schnell wie möglich wieder bei LCL loslegen. Ja, da wollte ich sowieso noch mal mit dir drüber reden. Ich habe eine Bedingung. Die da wäre? Du lässt dich unterstützen. Gut. Ich werde Jessica mehr einspannen. Das wird nicht reichen. Eine zweite Assistentin ertrage ich aber nicht. Ich will, dass du dir deinen Posten teilst. Und zwar mit Tristan. So spät noch auf dem Weg ins Büro?
Und du, verfolgst du mich? Ich dachte, du könntest ein bisschen Trost gebrauchen. Jetzt, wo Tanja wieder da ist. Wie kommst du drauf? Naja, nach ihrem Auftritt heute Abend dürften deine Tage auf dem Chefsessel ja wohl gezählt sein. Die ist ein zäher Brocken. Das muss man ihr lassen. Ja, das ist sie. Aber sie ist auch nicht blöd. Und sie weiß meine Leistung zu schätzen. Was du nicht sagst. Dann lässt deine Familie dich weiter mitspielen? Sieht so aus. Ich werde auf gar keinen Fall mit Tristan zusammenarbeiten. Tanja, das ist nicht verhandelbar. Wie würdest du dich denn fühlen, wenn ich dir irgendjemand vor die Nase setze und sage, hier, bitteschön, das ist ein neuer Kontrolleur, viel Spaß damit. Tristan ist nicht irgendjemand. Sebastian, vor meinem Unfall habe ich den Job von Tristan und Hellström gemacht. Wie viele Leute sollen denn da noch mitentscheiden? Ich will, dass du gesund wirst. Dann zwing mich doch nicht zu Kompromissen, die mich nur Nerven kosten. Ich habe LCL am besten allein im Griff. Und du bist dir sicher, dass Tanja dich als Partner akzeptiert? Ich weiß, dass es dir lieber wäre, wenn sie mich rausschmeißen würden. Warum sollte ich mir das wünschen? Damit es mir genauso mies geht wie dir. Und damit du nicht so einsam bist. Deine Familie hält dich für einen Loser. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie dich wieder im Stich lassen. Ich habe schon mal unterschätzt, was mit dir los ist. Nach deinem Sturz. Darum geht's die ganze Zeit. Du hast Schuldgefühle. Du hast 3 Monate im Koma gelegen. Die Ärzte hatten keine Hoffnung mehr. Ich hatte mich schon damit abgefunden, dass du tot bist. Hast du eine Ahnung, wie sich das anfühlt? Ich habe aber überlebt. Ich bin hier und es geht mir gut. Und eins weiß ich ganz sicher. Der beste Weg, um gesund zu werden, ist, mein Leben wieder aufzunehmen. So einem selbstgerechten, arroganten Macho bin ich wirklich schon lange nicht mehr begegnet. Der hat tatsächlich geglaubt, dass ich meine Jacke absichtlich geöffnet habe. Für ihn. Also eins sage ich dir. Wenn ich dabei gewesen wäre, dem Typen hätte ich richtig eine eingeschenkt. Danke, ich will dich nicht noch im Gefängnis besuchen. Och, eine Anzeige wegen Körperverletzung wäre mir die Sache wert gewesen. Schon vergessen, deine Suspendierung ist gerade erst aufgehoben. Ich kann es nun mal nicht leiden, wenn man meine Frau blöd anmacht. Ja, weil du dir auch gar nicht vorstellen kannst, dass ich es tagtäglich mit unmöglichen Leuten im Schneiders zu tun habe. Ja, zum Glück kann ich mir das nicht vorstellen, weil sonst müsste ich mich ja tagtäglich für dich prügeln. Ach, Hemke, ich brauche wirklich niemanden, der sich derart für mich in die Bresche wirft. Aber wenn ich einen Helden brauche, dann will ich nur dich. So, können wir jetzt nach Hause? Oder bist du immer noch böse? Ach, komm, noch ein bisschen, dann geht's wieder. Ach, dieser Mosch wäre einfach so eine schöne Chance gewesen. Ach. Entschuldigung, Herr Mosch, ich habe meinen Schal hier liegen lassen. Da ist er. Sie meinen den hier, ne? Ja. Setzen Sie sich. Sie erwarten aber nicht, dass ich mich jetzt dafür ausziehe, ja, oder? Ich hätte nichts dagegen. Aber die Entscheidung liegt ganz bei Ihnen. Ich habe ja noch mal darüber nachgedacht, was Sie mir über diese Marktforschungsergebnisse gesagt haben. Ach ja, haben Sie. Ja. Und das Ganze klingt eigentlich recht logisch. Und ich meine, Ihre Kollektion für ein Erstlingswerk gar nicht schlecht. Und was soll das jetzt heißen? Dass ich immer noch Ihre Kollektion vertreiben will, wenn Sie das wollen. Klingt so, als wenn du deinen Entschluss schon fast bereust. Ach was, du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich mit so einem Idioten Geschäfte machen will. Außerdem geht es bei diesen Dessous ja nicht in erster Linie ums Geld, sondern das ist eine Herzensangelegenheit. So gefällst du mir. Ich hoffe, Elisabeth sieht das auch so. Ja, natürlich. Ach, was solche Typen angeht, ist die noch viel empfindlicher als ich. Mosch ist für die gestorben.
Ihr Ruf eilt Ihnen voraus, Herr Mosch. Nein, nein, nicht, dass wir uns missverstehen. Sie sind ungehobelt, sexistisch und arrogant und ich kann das nur bestätigen. Mir ist also nicht klar, wie eine Zusammenarbeit zwischen uns aussehen sollte. Ja, blenden, jetzt, wo wir die gleiche Sprache sprechen. Sie wissen schon, dass ich in der Branche eine große Nummer bin, nicht wahr? Ja, das wissen wir und deshalb wollten wir Sie ja auch für unser Projekt gewinnen. Aha. Das wollen Sie alles aufs Spiel setzen, nur weil ich Sie nicht wie eine Debütantin behandelt habe. Also, Durchlauch, geben Sie sich einen Ruck. Sie wissen schon, ich kann Sie ganz groß rausbringen. Warum interessieren Sie sich plötzlich für unsere Kollektion? Weil Sie eine Marktlücke aufgetan haben und ich möchte der Erste sein, der daran verdient. Also mal angenommen, rein hypothetisch. Nur angenommen, wir würden uns auf eine Zusammenarbeit mit Ihnen einlassen. Wie würde die denn konkret aussehen? Danke, dass du gekommen bist. Was gibt's? Willst du mir eine Gehaltserhöhung anbieten? Ich muss mein Angebot leider zurückziehen. Das hat nichts mit dir zu tun oder mit der Arbeit, die du leistest. Das ist allein mein Fehler. Wir können den Führungsposten nicht teilen. Und das fällt dir jetzt ein? Ja, ich war da wohl etwas übereifrig. Ich wollte Tanja schon. Aber es ist die falsche Entscheidung gewesen. Tristan, eine Doppelspitze ist einfach nicht effektiv. Wir wollen die Führungsriege nicht ohne dich aufblasen. Gestern der Held und heute. So läuft das im Familienunternehmen. Es tut mir wirklich leid. Natürlich. Wenn du deinen Posten sofort räumen möchtest, dann kann ich das verstehen. Ich halte mich an unsere Abmachung. Ich hätte dir dieses Angebot niemals machen dürfen. Ja, du musst jetzt deswegen keinen Kniefall machen. Das ist okay. Das ist in Ordnung für mich. Sicher? Absolut. Ich wusste von Anfang an, dass ich den Job nur auf Zeit mache und außerdem habe ich mit dem No Limit sowieso genug um die Ohren. Also, wenn Tanja wieder auf dem Damm ist, dann räume ich meinen Platz. Wir sehen uns. Ja. Du weißt schon, dass ich mich nicht sofort entscheiden kann, oder? Danke. Du tust gerade so, als würde ich von dir verlangen, dass du Jessie oder Max aufgibst. Davon war nie die Rede. Es hört sich halt so an. Ja, weil du dich immer und zwar für alles und jeden verantwortlich fühlst. Das ist ehrlich. Aber meinst du nicht, du hättest selbst ein kleines bisschen Recht auf ein eigenes Leben mit mir? Was soll ich denn jetzt machen? Soll ich mich von Jessica scheiden lassen? Also, wenn ich euch damals richtig verstanden habe, dann war das der ursprüngliche Plan. Ja, irgendwann. Das fühlt sich aber trotzdem komisch an. Wenn die Adoption durch ist, dann gibt es keinen Grund mehr, diese Verpartnerung aufrechtzuerhalten. Ja, was soll das Jugendamt denn denken, wenn wir uns gleich nach der Adoption sofort scheiden lassen? Und wenn schon? Was soll die Olle Nagel denn machen? Die Adoption kann sie nicht rückgängig machen. Du bist offiziell die Mutter von Max. Für immer und ewig, egal was passiert. Und außerdem bist du sowieso so mit Jessie verbunden. Ihr habt ein Kind zusammen. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Ja. Und außerdem wäre ich auch ganz froh, wenn ich diese ganzen Lügen mal los wäre. Ja, ein bisschen wird's wahrscheinlich noch dauern. Du? Zweimal verheiratet, einmal verwitwet und bald auch noch geschieden. Weißt du eigentlich, worauf du dich da einlässt? Absolut, du schwarze Witwe, du. Aber ich muss zuerst mit Jessie reden. Elisabeth, ich wollte gerade in Schneiders. Komm rein. Was gibt's für tolle Neuigkeiten?
Mosch will jetzt doch unsere Dessous-Kollektion vertreiben. Sag bloß, du hast mit diesem Menschen noch verhandelt, nachdem ich weg war. Nein. Ich hatte meinen Schal im Schneiders vergessen. Und als ich ihn abgeholt habe, auch danke, Charlie Kitchen. Als ich ihn abgeholt habe, da hat er mir ein Angebot gemacht. Charlie, das können wir nicht ausschlagen. Ich werde mit diesem Mosch keine Geschäfte machen. Möchtest du was trinken? Nein, möchte ich nicht. Du hörst mir jetzt erst mal zu. Elisabeth, wir haben es doch gar nicht nötig, uns mit so jemandem einzulassen. Charlie, wir haben so viel Zeit und Geld in dieses Projekt investiert. Ja, aber es ist nicht unsere Haupteinnahmequelle. Und wir waren uns doch darüber einig, wir machen es so, wie es uns gefällt und lassen uns von niemandem dreinreden. Außerdem sollten wir uns nicht mit einem Geschäftspartner einlassen, bei dem wir Sorge haben müssen, dass er uns in der Öffentlichkeit in den Ausschnitt grapscht. Aber Mosch hat ein paar gute Ideen. Er möchte zum Beispiel erst mal eine Marketingkampagne ins Netz stellen, bevor er sich dann direkt an unsere Kundin wendet. Ja, siehst du, was hat das jetzt zum Beispiel mit unserer ursprünglichen Idee zu tun? Wir wollen etwas Exklusives machen, etwas mit Stil. Charlie, du bist sonst immer die Erste, die Neues ausprobieren will. Wieso bist denn du jetzt so verbohrt? Na, was heißt verbohrt? Ich meine, da könnte ich dich genauso gut fragen, weshalb du plötzlich alle deine moralischen Prinzipien über Bord wirfst. Hast du keine anderen Hobbys? Leider sind da Stimmungsschwankungen. Hormone sollen da helfen. Seite 3 könnte dich interessieren. Wozu die Mühe, wenn du es mir sowieso gleich unter die Nase reibst? Ein Artikel über die Modenschau. Rebecca von Lahnstein hat eine fantastische Kollektion entworfen. Und weiter unten. Mit dem Einkauf von Tore Hellström hat Sebastian von Lahnstein die Firmengeschicke von LCL souverän in die richtige Richtung gelenkt. Ist jetzt alles richtig? Warte, geht noch weiter. Die Überraschung des Abends allerdings war der Auftritt von Tanja von Lahnstein, die nach langer Krankheit offensichtlich wieder an die Firmenspitze zurückgekehrt ist. Über dich schreiben die irgendwie keine Silbe. Komisch eigentlich. Ich dachte, du und deine Familie, ihr seid so. Und du bist extra hergekommen, um mir das mitzuteilen? Ich wollte dir nur auf die Sprünge helfen. Du willst mir helfen? Immer. Schon gestern Abend verteidigen können. Danke, Charlie. Mein Gott, was hätte ich denn tun sollen? Na ja, auf jeden Fall nicht nur da sitzen und nichts sagen. Du bist so schnell aufgesprungen und eingeschnappt abgerauscht. Ich hatte ja gar keine Chance, irgendetwas zu Mosch zu sagen. Eingeschnappt? Sag mal, was würde denn Alice Schwarzer dazu sagen? Sexismusdebatte, hm? Außerdem war ich mir gar nicht sicher, ob das nicht doch deine Absicht war. Na, das ist jetzt nicht dein Ernst. Na komm, früher hast du doch nie mit deinen Reizen gegeizt. Also ich hatte es nie nötig, jemandem mein Dekolleté vor die Nase zu halten, um einen Vertrag abzuschließen. Ja, entschuldige bitte, das war nicht so gemeint. Ach, das war so gemeint. Und ich frage mich wirklich langsam, was mit dir passiert ist. Also, nochmal, wo sind deine moralischen Prinzipien geblieben? Was willst denn du damit andeuten? Ich will gar nichts andeuten, ich sage es dir frei heraus. Du hast dich verändert, so kenne ich dich nicht. Charlie, komm, jetzt übertreibst du aber. Doch! Du verhandelst mit einem sexistischen, ungehobelten, unmöglichen Menschen wie diesem Mosch. Vielleicht sollte mich gar nichts mehr wundern, hm? Was? Vincent Berg. Weil ich in einen Kriminellen verliebt war, daher weht der Wind. Nein, so habe ich es nicht gemeint. Ja, ich habe es auch nicht so gemeint. Wow. Oh. Hast du das gemacht? Das WG-Frühstück hatte ich ganz vergessen. Mm. Oder fehlen aber zwei Teller? Nee. Wir sind vollzählig. Ah, sind die Jungs mal wieder zu verkatert, um zu frühstücken? Die Jungs kommen gleich, aber ihr seid raus. Wie? Was soll das denn? Das ist ein WG-Frühstück für die WG-Familie. Oh, hab ich
ich was falsch gemacht? Das fragst du mich? Ja. Komisch. Eigentlich sollte ich das doch dich fragen. Du wolltest dich doch von mir scheiden lassen. Was? Woher weißt du das? Ich habe euch gehört. Jessie, niemand hat davon gesprochen, dass ihr euch jetzt trennen sollt. Außerdem ist doch noch gar nichts entschieden. Ich wollte sowieso erst mal mit dir darüber reden. Weißt du, seit Wochen macht ihr hier auf eine glückliche Kleinfamilie. Betüttelt Maxi die ganze Zeit, fahrt mit ihm im Urlaub, redet davon, wer ihn eincremt oder nicht. Glaubt ihr, ich check nicht, was da läuft? Das war aber doch alles besprochen, weil du so viel gearbeitet hast letzte Woche. Ja, das hat euch ja schon ganz gut in den Kram gepasst, ne? Und jetzt kauft der Herr feine Oberarzt dem Frauchen ein Häuschen. Also gestern warst du von der Idee noch begeistert. Hör mal, du hast da was völlig in den falschen Hals bekommen. Wir haben lediglich mal darüber gesprochen, wie unsere Familienkonstellation vielleicht in ein paar Jahren aussieht. Ihr könnt euch euer Haus in den Arsch schieben. Und dieses ganze Theater, was ihr hier macht, auch. Ist doch klar. Ihr wollt euch Maxi unter den Nagel reißen, aber das könnt ihr vergessen. Maxi und ich bleiben hier. Bei der WG. Mit Menschen, die uns lieb haben, ne? Was ihr macht, ist mir egal, aber wir bleiben hier. Woran denkst du? Das war das letzte Mal. Jetzt sei nicht albern. Wir sind vielleicht nicht immer einer Meinung, gerade was deine Familie angeht, aber ist doch eigentlich ganz nett mit uns. Das war das letzte Mal, dass mich meine Familie zum kompletten Idioten gemacht hat. Das klingt schon besser. Ich habe ihnen mehr als einmal ihren verdammten Arsch gerettet bei Elzell. Tja, typisch Familie. Keiner sagt Danke. Aber die Zeiten, in denen sie mich herumgeschoben haben wie eine Schachfigur, die sind ein für alle Mal vorbei. Sie soll mich ruhig rausschmeißen bei Elzell. Aber das werden sie noch bereuen. Du meinst das wirklich ernst, oder? Tanja ist gerade aus dem Koma erwacht. Ansgar sitzt im Knast, das heißt, sie sind so angreifbar wie noch nie. Ab jetzt werde ich mir nehmen, was ich will.